klicken. So, es geht los. Also auch an dieser Stelle für die, die jetzt sich einwählen, herzlich willkommen zu dem Treffen mit Franchise-Gebern rund um die Corona-Krise. Und ich habe mir gerade die Erlaubnis indirekt eingeholt, aufzuzeichnen. Alle wissen Bescheid, deswegen starten wir hier und klären gerade die Spielregeln. So, wir machen auch direkt weiter. Und zwar wollen wir das Chatfenster jetzt einmal bitte gerne testen und mal gucken, welche Branchen hier drin sind. Das heißt, wenn ihr auf das Chatfenster geht und einmal hier kurz reingebt, ob ihr, sagen wir mal, Fitness, Einzelhandel oder ähnliche Branchen seid, das kann uns im Nachgang helfen, so einen Überblick zu geben. Vielleicht auch, wo brennt die Hütte, welche Branchen sind besonders stark vertreten und so weiter. Und wir üben gleichzeitig eine kleine Fingerübung, was da so klappt. Ich sehe schon Gastro, Wohnmobilvermietung, Einzelhandel, Buchhaltung. Das geht schon richtig. Fitness. Ja, auf jeden Fall. M&A-Beratung, Unternehmensberatung, Werkzeughandel, Dienstleistung, Handwerk, Fitness, Einzelhandel. Okay, ich sehe noch keine Gastronomie. Doch einmal Gastronomie. Strategiecoach. Ja, der Kurt ist auch da. Hallo Kurt. Ja. Sehe ich jetzt im Chatfenster. Und Jana, Berater Versicherung. Ja, das funktioniert schon super. Also könnt ihr gerne ergänzen. Wir machen aber angesichts der Zeit direkt schon mal weiter. Wir sehen, es funktioniert. Und wollen einfach für dieses Treffen jetzt noch zwei Grundsätze uns allen zugrunde liegen. Erstens, es gibt keine doofe Fragen, vor allem nicht in den Zeiten aktuell. Und zweitens, was für den einen von uns total selbstverständlich ist, zum Beispiel der Umgang hier in Zoom mit Online-Meetings oder andere Geschichten, das kann für den anderen die Erkenntnis des Tages sein. Und wenn wir alle mit dem Bewusstsein hier reingehen, ich glaube, dann wird auch jeder einen Mehrwert für sich rausziehen können. Yes, und vielleicht auch nochmal direkt an dieser Stelle, was ich nochmal wichtig finde, lasst uns schauen, wie wir das ja einfach gemeinsam nutzen können, uns auch hier ja gemeinsam als Franchise-Branche zusammentun mit den Leuten, die jetzt eben hier drin sind und auch da offen sind mit dem, was wir vielleicht auch mitgenommen haben. Da kommst du ja gleich auch nochmal zu, Steffen, was vielleicht wertvolle Erkenntnisse waren. Lasst uns da ja gegenseitig voneinander lernen, miteinander wachsen. Das vielleicht nochmal so als generelles Motto für den heutigen Call. Ja, du leitest es fast ein, Philipp. Zweck des heutigen Treffens, das ist genau das. Also die Gemeinschaft der Franchise-Wirtschaft zusammenzurücken, zu gucken, wie können wir uns gegenseitig helfen. Ich weiß noch nicht genau, ob eine gegenseitige Vernetzung gewünscht ist und in welcher Form man das Ganze organisieren könnte. Auch da könnte man was machen. In dem Fall einfach mir eine Info schicken oder dem Philipp und wir gucken mal, was so gehen könnte von, keine Ahnung, WhatsApp-Gruppe über Facebook-Gruppe oder so. Wir wollten jetzt aber auch nicht das ganze Ding hier überstrapazieren, dass keiner mehr ans Arbeiten kommt jetzt in diesen Zeiten. Krisenbezogene Engpässe benennen. Ich glaube, das ist wichtig, dass uns bewusst wird, wo brennt eigentlich der Kittel, damit wir dann gemeinsam auch nach Lösungen suchen können und zwar nach den richtigen Lösungen, nicht irgendwelchen Firlefanz. Und Lösungsansätze identifizieren oder auch die Lösungssuche starten. Also sprich, meine persönliche Erwartung hier ist erstmal ein tieferes Gefühl zu kriegen, um dann zu gucken, okay, wo sind die richtigen Leute, die richtigen Informationen, die richtigen Angebote, die man dann im Nachgang verteilen kann. Ich gehe jetzt nicht in Erwartung rein, hier jetzt heute in dieser einen Stunde sämtliche Lösungen dieser Welt zu finden. Aber für uns dann zu sagen, okay, wo setzen wir den Hebel an, das finde ich ganz zentral. Insofern auch dazu passt, den Rahmen für die kommenden engpassbezogenen virtuellen Treffen zu schaffen. Wir haben schon einige Termine, komme ich gleich zu, für nächste Woche zu bestimmten Themenschwerpunkten. Und der eine von euch wird bei dem einen Thema gerade aufhorchen, keine Ahnung, zum Beispiel Kurzarbeiterthema für Mitarbeiter und der andere bei Liquiditätsengpässen, der dritte bei, wie komme ich eigentlich jetzt noch an Leads, wenn sich keiner um Gründung schert. Und so werden wir in die Richtung verschiedene Schwerpunkte schaffen. Und das heute ist eine Orientierung, eine Art Fahrplan. Philipp sagte in der Vorbereitung, wie am ersten Tag in der Schule. Und dieses Bild fand ich so schön, dass ich es hier aufgenommen habe. Und ja, einen Überblick möchte ich gerne kurz dann geben zum Thema Corona-Hilfe bei uns im Franchise-Universum. Also wir haben jetzt diese Woche mit Hochdruck dran gearbeitet, eine Plattform zu versuchen zu schaffen, wo wir irgendwie diese ganzen Dinge, die jetzt gerade auf uns alle reinprasseln, die mich auch erreicht haben jetzt diese Woche von Experten, also ganz viel Solidarität, das Ganze zu versuchen zu kanalisieren und zu strukturieren. Es gibt einen ganz neuen Kalender, wo die Webmeetings der nächsten Woche zum Beispiel eingetragen sind oder noch werden. Wir kriegen Experteninfos von Anwälten gerade zugeschickt oder auch von Liquiditätsthematik oder Ähnliches und haben auch konkrete erstes Angebot zum Beispiel, wo jemand, ein Kooperationspartner, Hilfestellung leistet.
Das gibt es aber jetzt gleich. Und insofern einmal weiter. Philipp, ich übergebe an der Stelle an dich. Das geht jetzt in den Dialog. Genau. Und zwar, wie du es ganz am Anfang auch gesagt hast, wir werden sicherlich nicht die Zeit haben, mit allen 33 jetzt hier in den Dialog zu gehen. Aber für uns einfach auch nochmal wichtig, dass wir diesen heutigen Call oder dieses Treffen einfach so ausrichten, dass ihr nachher sagt, hey, das war ein wirklicher Mehrwert für mich. Und deshalb jetzt zu Beginn direkt einfach mal drei direkte Fragen. Ja, wo stehst du? Wo steht ihr gerade? Ja, welche Herausforderung ist wirklich gerade akut? Und ja, wie gerade schon gesagt, mit welcher Klarheit gehen wir denn aus dem heutigen Call? Und da würde ich jetzt einfach mal ganz offen ja, in die Runde sagen, wer gerne starten möchte, kann damit gerne einmal starten. Ich glaub, 3, 4, 5 Stimmen. Ne? Also genau, so, genau. Wir werden nicht mit allen 32, die jetzt gerade drin sind, da durchkommen, aber so ein paar einzelne Stimmen, um so ein Gefühl zu kriegen und den anderen vielleicht auch ein Gefühl mitzugeben. Genau, ja, und das ist, wenn wir schon beim Bild der Schule sind, ist das ja auch immer klassisch, dass keiner so richtig starten möchte, aber vielleicht haben wir jemanden, der gerne einfach das Mikro selbst freischaltet und dann einfach losschießt. Hallo zusammen. Ich denke, ihr hört mich. Ja. Ich bin der Wolf von Easy Fitness. Grüß dich. Mit Steffen, du weißt das ja, wir sind mit einer der größten Franchise-Geber im Bereich Fitness in Deutschland. Und ja, wo stehen wir? Im Endeffekt, glaube ich, wo wir alle zusammenstehen, irgendwie ganz am Anfang bei der ganzen Geschichte. Keiner von uns wir haben, glaube ich, alle einen Fahrplan, aber das berühmte Sprichwort, viele Wege führen nach Rom, trifft irgendwie auf uns alle zu. Und wir dürfen das Große und Ganze, glaube ich, nie aus dem Auge verlieren. Das ist erstmal wichtig, nämlich die Zeit zu überstehen. Und unsere größte Herausforderung ist es im Endeffekt nicht nur, dass wir unsere Liquidität bewahren, sondern viel, viel wichtiger ist auch, dass die Liquidität von unseren Franchise-Partnern gewahrt wird. Und wir können tatsächlich in diesem Sinne, und das machen wir, viel versuchen über Social Media an die Moral unserer Mitglieder beziehungsweise an die Mitglieder von unseren Franchise-Partnern zu appellieren und zu sagen, Leute, wir haben volles Verständnis dafür, wenn ihr jetzt sagt, ich kann das alles nicht nutzen, ich habe da keinen Bock drauf und ich zahle jetzt nichts mehr. Das geht uns, glaube ich, allen so, nur ja, im Großen und Ganzen bringt uns das alles nichts, weil das ist ein Rattenschwanz, ne? Wir stecken alle in einem Wirtschaftskreislauf drin und wenn irgendwann einer anfängt, den Wirtschaftskreislauf zu unterbrechen, dann hat die gesamte Branche einen Knick drin und dann können wir nach und nach die Schlüssel umdrehen. Und das gilt, glaube ich, für die gesamte Dienstleistungsbranche. Jeder ist in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt und in unserer Welt ist es so, und das versuchen wir auch umzusetzen, wie gesagt, an unsere Mitglieder zu appellieren, das nicht rückbuchen zu lassen, sondern wir finden dort andere Lösungen mit Gutschriften etc. pp. Und was wir jetzt Stand heute eingerichtet haben, sind Workouts für zu Hause, die online bespielt werden können. Über unsere App können Sie sich Trainingspläne runterladen, sich Videos anschauen. Die ganzen Clubs und soweit ich das weiß aus der gesamten Fitnessbranche, also alle Clubs machen mittlerweile Videos, stellen es im Social-Media-Bereich rein, wie man mit häuslichen Gegenständen sich fit halten kann, ohne dass man das Haus verlassen muss. Und wenn man das schafft, so eine Community und so eine Gemeinschaft hinzubekommen, die sagen, Mensch, das ist schon geil, was da jetzt gerade passiert, dann glaube ich, wird es keine so hohe Kündigungswelle geben und es wird auch keine so hohe Rücklastschriftenquote geben, wie es normal ist. Das ist zumindest unsere Hoffnung und unser Appell ja, nach draußen, weil wir sitzen eh alle im selben Boot. Das ist einfach so. Ja, super, vielen Dank. Genau, vielleicht an der Stelle erstmal danke dafür. Was ist für dich heute vielleicht nochmal wichtig? Mit welcher Klarheit möchtest du hier heute rausgehen? Ich bin offen und ehrlich, ich gehe ohne große Erwartung jetzt in diesen Videocall. Ich glaube, eine richtige Klarheit werden wir final nicht erreichen können. Vielmehr bin ich der Meinung, sollte es uns darum gehen, diese Panikmache, die gerade aktuell überall präsent ist, weil wir haben nicht nur in Deutschland, sondern auf der Welt über das Social Media, über die Berichte im Fernsehen, über die Zeitung so einen Informationsfluss und eine Informationsüberreizung von uns allen, wo wir oftmals gar nicht wissen, was stimmt jetzt und was stimmt nicht. Deswegen, ich glaube eher, wir sollten schauen, dass der Austausch hier untereinander stattfindet, dass jedem bewusst ist, dass man was machen muss. Das ist Fakt. Aber
und kann. Dass wir nicht in Panik verfallen dürfen. Und das gilt nicht nur für uns, sondern das gilt im Endeffekt ja, für all unsere Kunden. Und das müsste eigentlich das Ziel sein, ruhig und gelassen das erstmal hinzunehmen, auch wenn es auf Deutsch gesagt scheiße ist, was uns gerade allen jetzt erfährt. Ja? Aber wir sollten ruhig und gelassen damit umgehen. Das, also das erhoffe ich mir aus dem heutigen Call, dass die Leute, die vielleicht noch das große P in den Augen haben, dass das sukzessive ein bisschen kleiner wird. Ja, super, danke sehr. Vielen Dank. Ja. Steffen, du hattest ja eine Frage gemacht von den Leuten, die welche Sachen rauskommen. Vielleicht könnte man anhand dieser Fragen, die du hast, die Probleme mal kurz so aufspielen. Umsatzverlust, Vertragsverlust, das waren ja so die zentralen Punkte, Liquiditätsprobleme und. Hast du da eine Stellung oder eine Auflistung der Fragen, was Prio 1, 2 und 3 hat? Ja, kann ich. Beispielsweise der Björn von Fitbox oder auch der Patrick von Easy Fitness. Wie sieht es da mit den Verträgen aus? Das, was ich jetzt gehört habe, ist kein Grund zur Kündigung, aber wo waren denn die Hauptfragen? Was hat denn die meisten Leute bewirkt? Ich meine, wenn es 40 angemeldet haben, wenn 40 die Fragen beantwortet haben, das ist ja schon mal ein guter Schnitt. Ja, werden wir auch gleich einen Einblick nehmen. Also ich... Ute, du hast schon mehrere Ansätze, glaube ich. Genau. Ja, Ute Petrenke von Mailboxes etc. Ich denke, hier sind ja sehr viele Branchen vertreten. Daher würde ich mir tatsächlich wünschen, also das Operative, da arbeiten ja bestimmt alle Unternehmen sehr intensiv dran, um ihre, ich sage mal, eigenen operativen Bedürfnisse. Ich wünsche mir tatsächlich heute, weil es gerade viele Franchise-Manager, viele Franchise-Entwickler auch drin sind, dass wir über diese aktuelle Thema, gerade mit unserem Experten auch Franchise-Nehmer-Gewinnung auch sprechen und auch das Thema, ihr habt ja sicherlich alle Leads, auch Hot-Candidates gerade in der Pipeline, wie geht ihr damit um, wie beruhigt ihr die, wie haltet ihr die warm, wie schafft ihr es, dass die dann am Ende doch einen Vertrag unterschreiben, obwohl die Zeiten jetzt für ein Investment auch wieder anders sind, also ich sage gar nicht unbedingt schlechter, weil ja Änderungen auch immer wieder was Gutes bewirken können. Von daher würde ich mir tatsächlich wünschen, dass nicht zu operativ reingehen, weil da schon bestimmt jeder dran arbeitet, sondern eben auch das Thema Franchise-Entwicklung und die Prozesse dahinter gerade mit dem Philipp dann auch diskutieren können. Super, vielen Dank. Da kann ich das vorwegnehmen. Also sowohl das Thema Liquidität werden wir nächste Woche Montag um 15 Uhr besprechen, wie man da leichter oder naja, wie man da an KfW-Mittel und Co. rankommt. Mhm. Und das Thema Leads, Expansion trotz Krise weiterführen und so wird am Donnerstag um 15 Uhr mit Philipp und mir gemeinsam eine ganze Stunde lang Thema sein. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Ja. Heute ist ein bisschen mehr Überblick angesagt für uns, dass wir überhaupt wissen, welche Angebote sind. Aber wir haben schon so ein paar Sachen schon mal vorher geahnt, möchte ich mal sagen. Genau, und auch da das, was Jochen angesprochen hat, sehr guter Punkt auch. Da machen wir vielleicht gleich auch nochmal einen ganz kleinen Rahmen auf, wo wir genau dort eben nochmal reingehen, was sind vielleicht so, ich sag mal in Anführungszeichen, Quick Wins, kurze, sehr effiziente Lösungsansätze, wichtige Infos, wo wir heute kurz reingehen, aber wie Steffen schon gesagt hat, jetzt nicht in das wortwörtliche Rabbit Hole einmal ganz tief eintauchen, sondern eben gucken, okay, in welche Richtung geht das und das dann in die Tiefe noch mal ein bisschen weiter aufteilen. Ja, aber auch da, Ute, danke für deine Klarheit. Björn wollte, glaube ich, noch. Hatte genau, Björn. Gesetzt. Genau. Hallo zusammen. Ich glaube, wir waren so nach der wahrscheinlich Messebaubranche und Eventbranche, Reisebranche, so mit der Fitnessbranche wahrscheinlich diejenigen, die ziemlich früh überrumpelt wurden, ehrlich gesagt. Wir wurden überrumpelt. Wir waren noch auf Mallorca mit der ganzen Fitnessbranche. Da war das einzige Thema, es war eine Woche vorher, vor dem Freitag, dem 13., wo die ersten Betriebe schließen mussten. Und schockierenderweise war das einzige Thema, oh Gott, die FIBO fällt aus, also unsere Leitmesse. Kein einziger dieser Experten hat irgendwie drüber gesprochen, was wir nächste Woche unsere Studios schließen müssen. Es war wirklich hochinteressant. Von da wurden wir ziemlich überrumpelt. Bei uns, wir sind jetzt nach einer Woche Krisenmanagement und Krisenmeeting so an dem Punkt, wo wir tatsächlich uns fragen, ist es moralisch in Ordnung, ist es wirtschaftlich sinnvoll, jetzt überhaupt schon wieder umzuzwitschen und zu sagen,
wir bearbeiten Leads, wir denken schon wieder an Wachstum. Also das ist gerade, wir sind gerade in diesem Switch von totaler Krise, wir haben natürlich viel gemanagt, zu, hey, gibt's jetzt, darf man vorsichtig vielleicht schon wieder dran denken, da gibt es auch noch eine Zeit nach der Krise und es wird wieder Leads geben und wie gehen wir damit jetzt um? Das ist gerade so bei uns das Thema. Okay, auch sehr spannend. Also dürfen wir aus meiner Sicht eigentlich alles. Wir dürfen auch denken, und zwar das, was uns gerade in den Sinn kommt. Und ich glaube, den größten Fehler, den wir machen können, ist eben nicht daran zu denken und dann das Schwungrad mit viel mehr Aufwand, Energie und Zeitverlust hinterher wieder ans Laufen zu kriegen. Also insofern sowohl aktuelles Krisenmanagement parallel zu die Zukunft nicht ganz aus dem Auge zu verlieren, um auch das aktuelle Krisenmanagement daraufhin auszurichten, finde ich eigentlich so jetzt mal ganz pauschal geantwortet eine gesunde Mischung. Und ich glaube, um es auch nochmal vielleicht in einem Satz auch zu sagen, gerade jetzt ist eben eine super Zeit, um eben dieses Vertrauen sowohl bei Endkunden als auch bei potenziellen Partnern eben mit aufzubauen, ja, wie wir jetzt hier zusammensitzen, wo wir auch sagen, hey, lass uns zusammenkommen, lass uns das Wissen teilen, lass uns gegenseitig unterstützen und das wirtschaftliche Interesse jetzt erstmal hinten anstellen, weil wir wissen, der Wolf hat es ja gerade auch gesagt, wir stecken alle irgendwo in der Scheiße und da kommen wir jetzt gerade akut so ganz, ganz schnell nicht raus, ja, aber dann eben trotzdem gegenseitig in diese Unterstützung zu gehen, Vertrauen eben auch zu schaffen und ernst gemeinten Mehrwert auch zu geben in diesem Prozess. Ich glaube, das ist das Wichtigste in so einer Zeit von Unsicherheit, eben auch den Leads, die da in der Pipeline sind, eine Sicherheit mitzugeben, ja, weil Unsicherheit gibt es gerade überall. Ich sehe jetzt hier Thomas. Ja, grüß dich, Steffen. Hi. Hallo. Sehe, dass du ein Mikro freigeschaltet hast. Los, leg. Okay. Erstmal guten Morgen an alle. Thomas Anslinger, lange Zeit strategisch Wendner, jetzt seit über einem Jahr bei Quicklane, sprich Ford MSX, Fast-Fit-Branche. Fand ganz spannend, was Björn gerade gesagt hat von Fitbox. Ist es moralisch jetzt schon die richtige Zeit, wieder den Hebel umzulegen und an Expansion zu denken, an Lead-Gewinnung zu denken? Ich hätte gern diese moralische Frage im Moment, weil wir sind halt ein neues Franchise-System, was auf den Markt kommt und uns trifft es im Gegensatz zu dem, was gerade die Fitnessbranche gesagt hat, Thema Liquidität, Cashflow, trifft uns das Thema Cashflow nicht so sehr und Liquidität auch nicht, weil wir erst zwei Stores haben in Deutschland. Für uns ist es aber im Moment keine moralische Frage, sondern eine Frage des Überlebens des Systems. Wie gehst du jetzt im Moment mit den Leads um, die du im letzten Jahr angearbeitet hast, dass du nicht einfach sagen kannst, hör mal, ist moralisch jetzt nicht die richtige Zeit, um nach vorne zu schauen, sondern du musst sehen, dass du die du jetzt ich mal bis kurz vor den Vertrag gezogen hast, dass du die tatsächlich über die Ziellinie bekommst, weil wir hoffen alle, dass es irgendwann weitergeht und wir können natürlich nicht sagen, wir machen jetzt mal 8 Wochen Pause und legen dann im Prinzip den Sales-Prozess neu auf. Was ich festgestellt habe, also bei uns ist seit letzter Woche Reisestopp mit meinem Netzwerkentwicklungsteam, was ich habe. Wir haben die ersten tatsächlich auch Erstgespräche gemacht über Microsoft Teams, die ersten Präsentationen online macht. Das war total spannend für uns alle. Ich will jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil ich glaube, Steffen, wir haben da nochmal einen Call, wo wir vielleicht über dieses Thema explizit reden. Aber das war schon echt spannend mit Menschen, die du vorher noch nie gesehen hast, wo du sonst so im Face-to-Face mit den Menschen sprechen kannst, wo du Rückmeldungen bekommst, die plötzlich für eine Franchise-Idee am Rechner zu begeistern, über eine Präsentation. Das war eine spannende Geschichte und das ist im Moment jetzt unsere Hauptaufgabe, dass wir den tief stationären Sales-Prozess transferieren in einen Online-Prozess, um zu überlegen, was kannst du tun. Das, im Hintergrund ist das ganze Vertragswesen schon gemacht worden. Also musst du jemanden sehen, um einen Vertrag zu unterschreiben? Kann das auch virtuell unterschrieben werden? Antwort ist ja, das geht alles. Wir können Watermarken, wir können Verträge rausschicken, wir können digitale Unterschriften erzeugen. Alles das kann man tun. Also Botschaft ist bei uns im Moment, ist es ganz stark, wie schnell können wir diesen Prozess umstellen von, ich sage mal, der analogen Welt auf die digitale Welt, um die Leads nicht zu verlieren. Wobei auch klar ist, das Gewinnen von ganz neuen Leads steht im Moment tatsächlich erst hinten an, weil das ist echt schwer jetzt, da was zu machen. Auf der anderen Seite haben wir festgestellt, durch die Entschleunigung
hat der andere auf der anderen Seite plötzlich Zeit. Also er hat tatsächlich Zeit. Wir reden sehr stark mit Autohändlern. Die haben im Moment sonst eigentlich seltenst Zeit, mit irgendwas zu reden. Aber die Autohäuser sind leer, die Werkstätten sind leer. Und plötzlich hat der Ansprechpartner tatsächlich Zeit. Und da musst du ihn irgendwie kriegen, genau im richtigen Moment, mit dem richtigen Medium. Und dann kann dieses Entschleunigen tatsächlich etwas in Gang setzen, was wir vorher in der vermeintlich hektischeren Zeit vielleicht nicht hinbekommen haben. Und letzte Bemerkung ist, was ich so ein bisschen im Moment merke, ist, es geht auch mit wesentlich weniger Reisetätigkeiten. Das ist gerade für unsere Leute draußen im Feld eine schlechte Botschaft, weil jeder gerne ein Auto fährt oder schöne Autos fährt bei uns in der Automotive-Branche. Aber ey, du kannst echt verflucht viel Zeit sparen, wenn du online unterwegs bist. Und ich bin da echt das schlechteste Beispiel. Ich bin ja so ein Fahrzeug-Junkie, wie der ein oder andere weiß von euch. Bin gern unterwegs, hasse die Deutsche Bahn, weil es einfach man kann am Laptop arbeiten, aber du kannst nicht kommunizieren, weil du permanent in irgendein Loch fährst, Datenloch reinfährst. Aber es verändert sich wahnsinnig viel. Und ich glaube auch der Sales-Prozess und der Lead-Prozess, Ute, du hast eben auch nochmal gesagt, der wird nach Corona ein völlig anderer sein, als er vorher ist. Da bin ich absolut sicher. Und da wollen wir uns darauf vorbereiten, um da so schnell wie möglich loszustarten und uns nicht dann erst Gedanken machen zu müssen. Thomas, du hast zwei Sachen gesagt, die ich sehr spannend finde. Also erstens lässt du andeuten, dass diese Krise auch eine Chance ist. Zum Beispiel die Erkenntnis, hey, wir können Leute digital von der Franchise-Idee begeistern. Das ist etwas, das wir jetzt in diesen Wochen dann lernen können und dann über die Krise hinaus fortführen können. Also die ganz zentrale Geschichte auch, um einfach an einem Beispiel zu erkennen, das Ganze kann auch neben all dem Mist, der passiert, das wollen wir nicht ausblenden, das kann auch positive Effekte nach hinten raus haben. Und es ist wichtig, dass wir uns das auch bewusst machen. Das ist so das eine. Und das andere ist, die Leute haben Zeit, hast du eben gesagt, und die zu kriegen ist schwer. Wenn ich mir unsere Portalentwicklung anschaue, gerade stimme ich dir dahingehend zu, das aktive Gründungsinteresse, Recherche über Google und Co. ist deutlich geringer geworden. Also Pi mal Daumen die Hälfte, wenn nicht sogar einen Tacken mehr. Aber was wir auf der anderen Seite feststellen, über Facebook funktioniert es. Also das als kleinen Impuls, als Hoffnungsschimmer. Das, was wir für unsere Kunden gelauncht haben rund um Facebook-Chatbot, Thomas, wir haben sehr intensiv vor ungefähr 2 Jahren mal über das Ding gesprochen, wo du eine sehr klare Meinung hattest. Das läuft durch. Da haben wir Systeme gerade, die kriegen jeden Tag 1-2 Leads rein, täglich. Weil das ist natürlich abhängig von der Branche. Aber auch das nur als kleinen Hoffnungsschimmer, da werden wir auch nächste Woche Donnerstag tiefer reingehen. Aber wir stellen fest, proaktive Recherche über Google und Co., nach den wenigen Tagen, die wir jetzt gerade gewissermaßen alles in einem Panikmodus tracken können, geht gerade runter. Ich könnte mir vorstellen, es geht auch wieder hoch, jetzt in Kürze. Aber das Pushen, das darauf aufmerksam machen, dass, hey Leute, ihr habt gerade Zeit, denkt mal über eine Gründung nach oder euer Arbeitgeber hat euch gerade nach Hause geschickt, vielleicht wäre es auch schön, selber was zu machen. Das gibt doch interessante Impulse. Wie gut die Qualität dieser Leads in diesen Zeiten ist, das werde ich ja später herausfinden durch Gespräche. Ich glaube, Holger Zibulke hat sich gerade mit Mikro freigeschaltet. Ich muss ganz kurz warten, meine Audioanlage ist gerade ausgestiegen. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören. Vielleicht, Herr Kessler, mal ganz kurz Daumen hoch, wenn Sie mich hören. Ja. Okay, cool. Ich bin gerade so ein bisschen, erstmal mein Name, Holger Zibulke, ich bin von Snap-on in Deutschland. Ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen, zwischen dem, was uns perspektivisch für die Zukunft erwartet oder erwarten kann. Und da stehen mich bedingungslos voll zu. Wir haben festgestellt, dass wir komischerweise mehr Leads reinkriegen. Herr Kessler, Chatbot arbeitet besser als ihr erwartet. Also von der Seite, alle, die Angst vor Chatbot haben, kann ich nur sagen, volle Bulle. Abhängig von der Branche, kleine Einschränkung. Bitte? Abhängig von der Branche, aber das sind Details. Ich kann ja nur für meine Branche jetzt sprechen jetzt. Und Sie kennen ja meine Einstellung, Sie hatten ja meine Befürchtungen Richtung Facebook und so weiter. Aber wir wollen da nicht ins Detail gehen. Der Faktor Zeit für die Zukunft, der uns helfen kann, in der Zukunft Sachen zu machen und vorzubereiten, alles cool. Aber der Thomas hat doch gerade gesagt, und das ist jetzt meine Branche, die Werkstätten sind leer, die Kunden bringen keine Autos in die Werkstätten. Das trifft mich so hart wie noch was. Das heißt, momentan, wir sind in der Werkzeugbranche tätig. Unsere Franchise-Partner liefern direkt in den Kfz-Bereich Werkzeuge zu den Kunden. Die können zum einen jetzt nicht mehr rein, weil alle sagen, nee, keiner kommt mehr ins Haus rein.
Und zum anderen, wenn sie reinkommen, heißt es, nee, ich halte jetzt erstmal all mein Geld zurück, weil ich noch nicht weiß, was mich erwartet. Das heißt, für mich ist die Riesenfrage, wie überstehe ich die nächsten 8 Wochen mit meinen Franchise-Partnern? Ja. Und da muss ich auch ein kleines bisschen Egoismus mal klären, gelten lassen. Am Anfang, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, hat jemand gesagt, wir müssen, Liquidität für uns ist wichtig, aber für die Franchise-Partner viel wichtiger. Ich muss den Egoismus hier reinbringen, um zu sagen, mir hilft kein liquider Franchise-Partner, wenn ich pleite bin, als GmbH. Also hier muss ich mich mal gleichsetzen mit dem Franchise-Partner und sagen, wir sitzen alle in dem gleichen Boot. Für mich ist die Liquidität mittlerweile an einer Stelle genauso angekommen wie bei den Franchise-Partnern. Da, wo meine Franchise-Partner keine Angestellten haben, habe ich Angestellte, die ich mit über die nächsten Wochen ziehen muss. Ja. Also von der Seite bin ich sehr hin und her gerissen zwischen den Möglichkeiten, die ich unbedingt sehe für die Zukunft. Ich bin ein Riesenfan zu sagen, wir gehen aus der Krise stärker raus als je zuvor. Aber die erstmal bewältigen. Ich hätte zwei kleine Lösungsansätze. Ich nenne es bewusst Lösungsansätze. Das eine ist, am kommenden Montag mit Aux Money werden wir um 15 Uhr ein Webinar machen oder ein virtuelles Treffen wie dieses hier zum Thema Liquiditätssicherung durch Kredite, KfW-Gelder und was da nicht alles hinterhängt. Auch mit einem konkreten Angebot in Kooperation mit denen, um Franchise-Geber und Franchise-Nehmer gezielt und vor allem schnell zu helfen. Und ich bin gerade mit jemandem anderen im Gespräch, da geht es um Liquiditätssicherung durch Bürgschaften und Sicherheiten. Also sprich, wenn ein Franchise-Nehmer für eine Werkstatt für dem Vermieter eine Sicherheit gegeben hat, das durch einen Versicherer rückzubürgschaften, so nenne ich es mal flapsig, um dadurch zum Beispiel 10.000 bis 60.000 Euro liquide Mittel aus dieser Kautionssicherheit freizumachen. Das sind so Ansätze, die es gibt, wo wir versuchen wollen, Impulse mitzugeben in die Franchise-Wirtschaft und möglichst konkrete Lösungsansätze auch. Also auch an dem Punkt versuchen wir ein bisschen Hilfestellung zu bieten, um das Ganze abzupuffern und vor allem die Sachen des Staates, der Regierung auch greifbar zu machen, was sie uns anbieten an Milliardengeldern. Sehr interessantes Thema. Schicken Sie die Informationen dann nochmal rum über E-Mail-String oder wie auch immer? Es ist gerade schon in Vorbereitung, ein Mailing, wie das Mailing, das hier zu diesem Event eingeladen hat, mit einem Überblick über die verschiedenen Themen, die jetzt kommen werden. Und wir haben, ich mache es jetzt mal vorweg, wir haben unter franchiseuniversum.de gestern unter Hochdruck einen Kalender eingerichtet, wo sämtliche Veranstaltungen jetzt aufgelistet werden, die auch von anderen Playern. Also ich habe gerade gesehen, Jana Japs ist mit dabei, die werden am Montag um 12 Uhr ein Online-Meeting veranstalten mit Anwälten drin und Ihnen als Unternehmensberatern auch, also Strategie und Recht als Schwerpunkt. Auch diese Sachen haben wir schon in diesen Kalender mit aufgenommen. Also franchiseuniversum.de als Informationsplattform, um sich die Infos rauszupicken, die man in der Situation gerade braucht. Der eine Leads, der andere Liquidität, der dritte irgendwas anderes. Ich würde trotzdem sagen, Herr Kessler, bleiben Sie parallel zu dem bei dem proaktiven Weg. Denn wenn ich nicht auf die spezifische Seite gehe und das dort finde, auf der anderen Seite aber eine E-Mail bekomme, wo ich Informationen angeboten bekomme. Also lassen Sie gern beides weiterlaufen. Okay, danke für den Impuls. Habe ich mir notiert. Gut, ich würde sagen, wir machen vielleicht, oder Jana sehe ich gerade, ich würde gerne versuchen weiterzumachen, aber wenn jetzt noch jemand sagt, okay, lass mich gerade noch unbedingt zu Wort kommen, dann jetzt melden. Ich würde gerne einen Satz noch sagen. Karin, hallo, ja. Aus Österreich, auch ein Hallo. Also bei uns schaut es ja nicht anders aus für die Runde und ich denke, die Branchen haben genau die gleichen Themen. Wir sitzen alle in einem Boot, länderübergreifend. Und nur ein Satz zu dem Thema Möglichkeiten aus meiner Perspektive, für die, die mich nicht kennen. Ich bin die Veranstalterin der österreichischen Franchise-Messe und wir machen auch die Franchise-Expo in Frankfurt und komme aus dem Marketing und Kommunikation. Was zum Thema Möglichkeiten und Chance, viele Menschen wissen noch immer nicht, was Franchising ist. Und das ist sozusagen für uns auch eine Chance, wenn jeder überlegt, wie kann man dieses Thema zusätzlich hinaustragen, dass auch vor einer Messe ganz viele davon informiert sind, dass Franchising überhaupt eine Chance ist, ein Weg, ein Weg, den man einschlagen kann, wenn man sich selbstständig machen möchte, dann ist auch in Folge alles leichter, weil wir immer doch damit konfrontiert sind, dass viele noch gar nicht wissen, worüber wir sprechen.
Also ich sehe einfach zwei Ebenen. Das eine ist die persönliche Ebene, wo jeder schauen muss, wie macht man es mit dem Mitarbeiter, wie kommt man über die Runden, Kunden etc. Und das andere für die Branche, für die gesamte Gruppe des Franchisings, wie kann man die Zeit nutzen, um dieses Miteinander im Franchising auch für andere bekannt und schmackhaft zu machen. Okay, super, danke. Ich würde noch was gerne sagen, Eugen Marquardt hier von der Beratung Die Franchise-Macher, auch nochmal zu dem Herrn Cibulka. Ich bin wirklich kein großer Fan von staatlichen Einrichtungen und quasi staatlichen Einrichtungen. Aber mein Eindruck ist, dass zumindest einige IHKs im Moment sehr wach sind, die KfW relativ wach ist. Das heißt, dieses große Geld, was da von der Politik versprochen wurde, scheint tatsächlich zu kommen. Das ist ja genau für diese Liquiditätshilfe da. Ich selbst habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe aber schon gehört, dass erste Fitnessstudios in Bayern nicht nur beantragt haben, sondern Geld bekommen haben. Die Bayern sind ein bisschen anders. Die haben so ein Workaround um die KfW herum. Hier in Berlin 600 Millionen Euro, die nochmal der Senat zusätzlich für kleine Unternehmer mit ein, zwei Leuten bereitstellt. In Brandenburg dasselbe. Also da gehen richtig gute Newsletters von der IHK aus. Es ist extrem hilfreich für mich im Moment, für mich zu orientieren, was auf LinkedIn alles so an Tipps rüberkommt. Es sind manchmal ganz kleine Sachen wie, wo kriege ich Plexiglasscheiben her als Bäcker, die man oben auf den Tresen stellt. Also ich glaube, dieses Geld, ich will nicht sagen, dass das alles ideal läuft. Und da gibt es wahrscheinlich auch noch viel Frustration. Aber es gibt teilweise Zuschüsse und teilweise eben zinsfreie Darlehen. Wir müssen es mal ausprobieren, den Kram zu beantragen. Das ist nochmal ein bisschen nervig. Ich selbst werde das auch mal versuchen, einfach um diesen Prozess durchzulaufen. Und ich bin gespannt. Aber Geld an sich scheint nicht nur da zu sein, sondern es könnte sogar auch ankommen, wenn wir uns ein bisschen drum bemühen. Eugen, ich danke dir für den Input. Das deckt sich mit meinen Gesprächen mit Aux Money, wo wir am Montag das Webinar haben und auch das konkrete Angebot. Da gibt es auch eine Landingpage, die wir verschicken werden, wo man ganz einfach seine Daten eingeben kann, um das mit einem Finanzberater abzuchecken, dass man das kriegt. Und mein Ansprechpartner sagte mir wörtlich, die KfW hat gerade die Schotten auf. Also da scheinen doch viele. Und die Banken, also man muss das ja über Banken machen, die tragen durch die staatlichen Regelungen nur noch 20% des Risikos der Gesamtsumme. Also da scheinen wirklich Sachen gerade aktiv zu sein. Und ich werde versuchen, die Infos so zusammenzutragen und die richtigen Ansprechpartner hier mit reinzuholen, dass einfach jeder, der das brauchen kann, das möglichst in Anspruch nehmen kann. Neben all den anderen Tipps, die du gerade gegeben hast, auch mit LinkedIn und Co. Vielleicht macht ja genau aus dem Ansatz heraus der Gedanke vom Anfang der ganzen Konferenz Sinn, dass wir uns irgendwie untereinander vernetzen. Da kam irgendwo vorhin mal Facebook-Gruppe, WhatsApp-Gruppe oder irgendwas. Vielleicht ist es ja wirklich, dass die Leute aus der Gruppe, die wir haben, ich sehe gerade 32 Leute sind, wir, das ist ja doch eine ganze Menge, die sich nur um Franchising kümmern. Vielleicht machen wir wirklich so ein kleines Franchise-Netzwerk auf, wo wir uns Informationen hin und her schicken. Denn diese ganze Liquiditätsgeschichte und die Möglichkeit, über KfW Geld zum Teil geschenkt zu bekommen oder zinslose Kredite, das hört man aus den Medien, aber die Ansätze, wie komme ich daran, wie gebe ich diese Informationen an die Franchise-Partner weiter, damit die es hauptsächlich betrifft, auch daran kommen, würde ich denken, ist eine coole Geschichte. Ja, wir nehmen das als Impuls mit auf und werden mit dem Philipp Epping, wir werden da nochmal drüber nachdenken, wie wir das vielleicht sinnvoll organisieren können, dass wir uns nicht total verzetteln. Ich würde jetzt an der Stelle mal weitermachen, oder? Kurz mal doch, hallo, ich bin Joachim aus München, Firma NBB, M&A Advisor. Nochmal ganz kurz ein Punkt zum Thema, hier schnelle Kredite bekommen, Subventionen und so weiter, was ja momentan in den Medien hier sehr stark getrieben wird. Also nachdem wir sehr nah an dem Thema Bankenfinanzierung dran sind, was das Problem aktuell ist, dass diese ganzen Maßnahmen, die unser Wirtschaftsminister hier verkündet hat, da glaube ich schon dran, nur die sind bisher noch nicht zu den Banken heruntergedrungen. Das ist das Problem. Ja? Das heißt, dass viele Banken, gerade die kleineren Banken, die wissen noch gar nicht genau, wie sie damit verwaltungstechnisch umgehen können. Und vor allen Dingen, es hapert auch am Operativen, dass die auch gar nicht die Leute aktuell haben, um diese Themen zu bearbeiten. Ja? Das heißt nicht, dass das so weitergehen wird, sondern aber es braucht, glaube ich, noch ein bisschen Zeit,
bis diese Strategie, die die Bundesregierung fährt, auch wirklich auf die Banken runtergebrochen wird. Das also dazu. Okay, super. Wir wollten jetzt, wir haben zwar mit der Anmeldung schon ein Brainstorming abgefragt, wo liegen die Probleme, würden es gerne jetzt im Chatfenster einmal sammeln, was sind die wichtigsten Engpässe, wofür braucht ihr Hilfe und Lösung? Gerne jeder so einen Punkt reinknallen, das hilft uns im Nachgang, die, auch wenn wir jetzt schon ein paar Sachen angesprochen haben, aber vielleicht gibt es Themen, wo jemand jetzt noch nicht zu Wort kam, die auch hier mit reingehören, dass wir Lösungsfindungswege in die Wege leiten können. Also da gerne Chatfenster nutzen und dann auch in eigenen Worten, wo ist der aktuell größte Engpass, wofür sucht ihr Hilfe, Lösung, was kann es brauchen? Ja, einer schreibt jetzt Klopapier da rein. Okay, also mein Chatfenster bewegt sich jetzt gerade so gar nicht, aber vielleicht ja, gerne vielleicht ein länger. Ah ja, genau. Ja. Steffen, aber du hast die Frage doch schon gestellt, da muss es doch irgendwie eine Auswertung geben. Ja, ich habe die Frage gestellt auf Basis unseres eigenen Brainstormings, aber es ist natürlich in eigener Suppe gekocht und ich möchte gerne denjenigen, die freien Antworten in dem Anmeldeformular waren durchaus auch so, da war ja die Frage nach der Lösung, was bräuchtet ihr, dass ihr besser schlafen könnt? Und da kam sehr viel, ja, wenn ich das wüsste. Die Antwort hilft mir nichts, um Lösungen zu finden. Deswegen an dieser Stelle einfach in eigenen Worten, wo ist der Engpass, wo kann es fehlen und auch all die, die jetzt vorher beispielsweise die Fragen rund um Engpass und so nicht so beantwortet haben. Aber jetzt läuft ja was. Genau, es kommt was rein. Also je besser wir fühlen können, wo es in der Franchise-Wirtschaft brennt, selbst wenn es irgendwie 2, 3, 4 Schwerpunkte sind. Ich habe jetzt aus dem Gespräch rausgehört, Thema Leads, Thema Liquidität. Das deckt sich auch mit den Ergebnissen, die ich gerne gleich zeigen werde aus unserer Mini-Umfrage im Zuge der Anmeldung. Da können wir dann sagen, okay, hier haben wir das eine, da haben wir das andere und jeder kann sich gewissermaßen, das klingt jetzt flapsig blöd, die Rosinen, also die Lösungsansätze, die er jetzt gerade in seiner individuellen Situation braucht, dann rauspicken. Ja, also der Björn hat auch mal einen guten Vorschlag gebracht, online Bier trinken. Ich weiß nicht, Steffen, ob du das abbilden kannst mit eurer Plattform. Ja. Kaffee trinken geht ja auch, also von daher geht das. Genau. und systemkonform, Cappuccino. Ne? Also von daher. Ja. Sensibilisierung der Endkunden hinsichtlich Zahlungsmoral ist natürlich auch sehr spannend. Ne? Also Zahlungsmoral bis hin zu, darf ich kündigen, darf ich nicht. Da werden wir nächste Woche mit den Anwälten vom Busse Miesen auch drüber sprechen, rund um Abo und Co. Was dürfen Franchise-Systeme bzw. deren Endkunden, gerade wenn zum Beispiel Fitnessstudios mit Abo-Modellen zumachen, aber auch andere Zahlungsmoral spielt da bestimmt eine Rolle. Das werden wir nächste Woche Dienstag um 15 Uhr mit den Anwälten Andreas Frings und Grisha Kehr klären im Online-Treffen. Das sehe ich hier so. Thema Leads, Lead-Generierung nächste Woche Donnerstag 15 Uhr. Thomas Anslinger verabschiedet sich. Ja, alles Gute dir auch. Der hat einen zweiten. Alles klar. Ich würde sagen, der. Wenn jemand noch etwas einfällt. Offen erstmal, oder? Ja, genau. Also, wenn jemand etwas einfällt. Rein. Ergänzen, genau. Finanzierung von Neugründern, jetzt auch und nach Corona, ja. Okay. Frage in die Runde, jetzt wo wir so ein bisschen gesammelt haben. Ihr seht alle das Chatfenster. Hat jemand noch etwas, das er sagt, das war jetzt diese Woche das Ding, die mega wertvolle Information oder Lösungsansatz, was mich getragen hat, was mich vorangebracht hat, was mir Sicherheit gegeben hat. Gibt es etwas, wo jemand sagt, okay, das möchte ich mit der Truppe hier teilen, weil das kann mich, ich bin davon überzeugt, das hilft den anderen auch. Ja, hallo, Diana Züris hier von der Serviceagentur Züris. Hört man mich? Ja.
Okay, mir ist einfach wichtig, auch mal zu sagen, dass auf jeden Fall die Zeit genutzt werden sollte. Wir machen ja im Bereich Versicherung eben, arbeiten wir mit ganz vielen Franchise-Unternehmen zusammen, dass die finanzielle Zeit, die Zeit genutzt werden sollte, einfach im Vorfeld, bevor diese ganzen Hilfen kommen, die angekündigt werden vom Staat, Kurzarbeitergeld etc., einfach auch zu sensibilisieren, dass wenn es denn Engpässe gibt im Bereich Versicherung, dass eben Franchise-Unternehmen ihre Prämien eventuell nicht zahlen können oder dass das zumindest abzusehen ist, dass es eben unheimlich wichtig ist, rechtzeitig auf den Versicherer zuzugehen. Ich bin mir sicher, dass das Gros der Versicherer da sicherlich Verständnis für haben wird und auch, dass da Lösungen gefunden werden können, aber es ist einfach wichtig, rechtzeitig auch diesen Bereich im Auge zu haben, auch wenn es eben im Moment sehr viele Themen gibt, die wichtig sind, ist auch Versicherung ein wichtiges Thema, wenn ich nur allein schon an die private Krankenversicherung denke, die sicherlich für jeden Unternehmer im Moment entscheidend ist, dass die auch wirklich weiterhin in Deckung bleibt. Das sind nur einige Sachen. Oder, gibt es dort von Versicherungen bereits schon erste so Angebote im Sinne von, du darfst auch 3 Monate später zahlen oder sowas? Es gibt standardmäßig Möglichkeiten, die sowieso vorhanden sind. Also zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, zumindest was die Zahlweise betrifft, was zu ändern. Wenn ich also jährlich bisher gezahlt habe, kann ich eben umstellen auf halbjährlich, vierteljährlich, zur Not auch monatlich. Und wichtig ist eben aber auch, was weiß ich zum Beispiel, wenn ich hatte jetzt das Beispiel, ein Caterer bin, der eben im Moment garantiert sicherlich nichts auszuliefern hat an irgendwelche Unternehmen und eine große Flotte dastehen hat an Kfz, eben der muss dann eben überlegen, vielleicht melde ich die Fahrzeuge erstmal ab, um Kosten zu sparen, weil auch wenn das Auto da steht und nicht genutzt wird, es ist trotzdem so, es kostet Versicherung. Es sind sehr viele Prozesse, die im Bereich Versicherung eben laufen, die auch durch gesetzliche Dinge geregelt sind. Wenn man das einfach so laufen lässt, dann gibt es ein echtes Problem. Und ich denke, es ist jetzt an der Zeit eben noch, diesen Part sich eben anzuschauen, um wirklich rechtzeitig eben eventuell Dinge zu ändern und da eben in dem Bereich Kosten eben so zu gestalten, dass man damit so über die Runden kommt, weil es hilft ja auch nichts, eben Versicherungsschutz, den man dringend benötigt, zu verlieren, eventuell Versicherungen zu bezahlen, die man nicht so dringend braucht. Es gibt auch die Möglichkeit, manche Dinge beitragsfrei zu stellen. Also rechtzeitig mit dem Thema auseinandersetzen und da sind wir natürlich gerne bereit zu unterstützen mit unserem Know-how. Ich denke, das ist einfach eine Sache, wie gesagt, wenn man erst in der Mahnung ist, dann zu handeln, ist immer schwierig und das Schlimmste ist kein Versicherungsschutz und trotzdem bezahlen und es sind eben Prozesse, die die Versicherer durchziehen. Es wird eben keine Versicherung kommen und sagen, kann ich dir was schenken? Wenn ich auf die Versicherung zugehe, wird es sicherlich Lösungen geben, da bin ich sicher. Vielen Dank für den Impuls. Ich glaube, das hatten viele noch nicht auf dem Schirm. An der Stelle, Diana, wäre meine Überlegung, ich glaube, dieses Beispiel mit Fahrzeugen und so, da wären die meisten gar nicht erst drauf gekommen. Wäre es möglich, eine Art Checkliste zu erstellen mit solchen Beispielen, wo Einsparpotenzial oder auch Gefahrenpotenzial ist, das als Word-Datei zu erstellen, dann würden wir das bei uns gerne veröffentlichen, allen zugänglich machen auf der Seite, die Verena hier schon verlinkt hat, im Chatfenster unter franchiseuniversum.de/Corona-Hilfen. Da sammeln wir Expertenbeiträge und das wäre, glaube ich, ein Thema, wo eine Art Checkliste hilfreich sein kann, die man auch an Franchise-Unternehmen weitergeben kann. Es ist natürlich so, dass man das nicht über einen Kamm scheren kann. Also es können nur Beispiele eben sein, weil man eben die individuelle Situation ja auch betrachten muss. Wenn es sein kann, dass ich vielleicht doch kurzfristig noch wieder mit meinem Fahrzeug losfahren will zum Beispiel oder und dadurch eben wieder Umsatz machen kann, hat es ja keinen Zweck, es abzumelden. Ja, bei mir geht es jetzt weniger um das Operative, sondern überhaupt um den Gedankenimpuls. Das Thema Fahrzeug in der Corona-Krise wäre das Letzte, woran ich jetzt gedacht hätte. Ja. Und diesen kleinen Impuls, da gibt es bestimmt 10, 20 andere Impulse dieser Art auch. Das fände ich sehr spannend, fände ich, glaube ich, für alle Beteiligten cool, wenn das geteilt werden könnte, auch in Richtung Franchise-Nehmer dann. Super.
dialog@franchiseportal.de wäre Verena Icking. Ja. Entschuldigung, Verena Brown. Sorry, Verena, du hörst hier zu. Die das gerne in Empfang nimmt. Okay? Jo, super, danke. Gibt es noch Lösungserkenntnisse dieser Woche, die andere voranbringen können? Ansonsten hätte ich vielleicht noch mal ein, zwei kurze Sachen. Bin ich freigeschaltet? Ja. Hört man mich? Ja. 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 Ich kriege leider mein Video nicht freigeschaltet. Deswegen hallo in der Runde. Ich bin Hubert Lechner, Inhaber von Baumobil. Grüße alle. Hallo. Ich habe ja das Problem, dass 50 Fahrzeuge stillstehen und da geht gar nichts mehr. Und die ersten haben tatsächlich die Fahrzeuge abgemeldet. Bei uns ist es aber so, im Kreis Heinsberg kriegt man nichts mehr abgemeldet, weil Heinsberg ist klar, hier ist alles zu, hier kann man nicht mehr in Straßen fahren. Darum die Frage, gibt es mittlerweile Möglichkeiten, Fahrzeuge abzumelden vorübergehend, ohne den formellen Weg des Straßenverkehrsamtes? Hat da jemand eine Antwort drauf? Ich bin überfragt. Okay, das wäre, glaube ich, eine Fragestellung, die würde ich in Social Media mal kippen. Ich würde in LinkedIn und Facebook einfach genau diese Frage mal reinstellen. Dankeschön. Verena meldet sich. Ich kümmere mich auch gerne drum. Also das ist ja auch ein Bereich, wo wir relativ eng vernetzt sind und das, was für uns ja auch nicht uninteressant ist. Ich habe das also auch mal aufgenommen. Ich befürchte, es ist tatsächlich von Stadt und Kommune unterschiedlich. Und je nachdem, wie es gerade im jeweiligen Kreis aussieht, gibt es eventuell die Möglichkeit, das online zu machen. Je nachdem, wie die Städte und Kommunen aufgestellt sind. Und bei anderen wird noch der Weg ins Amt nötig sein. Und da ist die Frage, wie lange ist das noch möglich? Vielen Dank. Also mein Vorschlag wäre auf Facebook zum Beispiel, falls wir vernetzt sind und ansonsten sich mit mir zu vernetzen, kurz die Frage reinzustellen, mich mit reinzunehmen und ich würde das Ding einfach teilen in mein Netzwerk und vielleicht anderen auch noch, die das dann mitbekommen und vielleicht entstehen da irgendwelche Antworten, die hilfreich sein können. Steffen, ich habe gerade mal gegoogelt, da steht Online-Abmeldung in Heinsberg. Geht aber schon seit 1.20.15. Voraussetzung, Kennzeichen des Fahrzeugs muss über einen Sicherheitscode unter den Stempelplaketten verfügen. Also dann sollte es gehen. Ich tue dem Hubert mal den Link in den Chat rein. Vielen Super. Dank. Perfekt. Sehr gerne. Wunderbar. Das ist genau die Dynamik, die ich gut finde. Hat sich schon gelohnt. Sehr schön. Gibt es noch Lösungsansätze? Sonst würde ich einen Überblick über die kleine Auswertung, die Jochen schon gefordert hat, geben. Beziehungsweise, nein, Philipp, ich wollte nicht... Genau, gefordert, aber da haben wir eine Basis. Das, darum geht es ja. Ich würde noch mal ein, zwei Sachen, die für mich letzte Woche sehr interessant waren, noch mal reinwerfen, ohne da auch in die Tiefe zu gehen. Nummer eins, so ein bisschen in die Richtung, was Wolf Patrick zu Beginn gesagt hat, gerade im Fitnessbereich. Irgendwer hatte, glaube ich, auch reingeschrieben, Thema Kundenbindung, mit Abo-Sicherheit, dass man lieber den Kunden Nutzen bieten soll. Da auch nochmal ein wichtiger Gedanke, wirklich zu schauen, okay, wie könnt ihr mehr Nutzen bieten, ohne den Kunden dazu zu motivieren, zu kündigen. Ja, weil was viele, was ich in der Fitnessbranche sehr oft gesehen habe, ist, hey, bei Kündigung bekommst du noch einen Monat hinten dran gehängt. Indirekt wird dadurch aber kommuniziert, hey, wenn du kündigst, hast du einen Vorteil davon. Eher andersrum zu schauen, wie könnt ihr zum Beispiel eure Kunden upgraden im Abo-Modell zum Beispiel. Also ich weiß von einem Studio-Inhaber, der hat jetzt alle seine Kunden auf Ultra All-Inclusive abgegradet, plus dort nochmal jeweils 2 Monatskarten für auch Ultra All-Inclusive mit verschenkt und gesagt, hey, wir wissen, du kannst theoretisch zurückziehen, aber wenn das alle machen, für dich ist ein kleiner Beitrag, für uns ist eine Riesensumme und der Kostenfaktor bleibt gleich. Den letzten Stand, den ich davon gestern habe, ist, dass die bisher so eine Abmeldequote von nur 3% haben, was, glaube ich, noch recht überschaubar ist in dem Bereich. Und da kann man vielleicht auch gucken, wie man es in die jeweiligen Branchen auch nochmal übertragen kann, jetzt aus diesem Beispiel. Und Nummer 2, ohne dass es da eine konkrete Information gibt, auch zum Beispiel im Bereich Ads, also Facebook-Werbeanzeigen, wird es gerade sehr günstig. Steffen hat es schon angedeutet.
Aber auch da hat Facebook vor ein, zwei Tagen gesagt, dass die dort auch Unterstützung anbieten und dort auch ein Paket in Höhe von 100 Millionen bereitstellen in Form von Werbeanzeigenbudget. Da ist allerdings auch noch nicht klar, welche Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen. Da vielleicht auch gibt es demnächst schon mal ein konkreteres Update. Da habe ich mich zumindest mal eingetragen für die Information, falls da was kommt. Okay, super. Ja, dann würde ich jetzt hier einmal kurz aus der Präsentation rausgehen, euch teilen, wo habe ich es denn? Da, die Results. Also, das war ein Brainstorming unsererseits auf Basis von Gesprächen, die wir hatten. Ich hoffe, ihr könnt das alle noch sehen. Ja, ne? Sonst bitte melden. Was sind so die größten Engpässe, die wir jetzt in unserer Sprache gesammelt haben? Und der 61%, 19 Antworten sagten, das ist der Umsatzeinbruch der Partnerbetriebe. Und Klammer auf, in logischer Folge wahrscheinlich, weil Franchise-Gebühren und Co. nicht reinfließen, mangelnde Liquidität der Systemzentrale, auch fast 50%, ganz weit oben. Stopp der Franchise-Expansion, haben wir gerade eben auch drüber gesprochen. Ne? Shutdown total oder kriegt man die Leads noch weiter mindestens warm gehalten und motiviert, um nach der Krise richtig durchzustarten oder sogar jetzt schon. Ich habe von Regus vor 2 Tagen auf LinkedIn gesehen, dass die einen Vertrag jetzt in dieser Woche unterschrieben haben für 5 Multi-Unit. Vertrag für 5 Standorte. Das fand ich großartig, das zu lesen. Also da geht noch ein bisschen was. Manchmal. Unsicherheiten und Erwartungen der Franchise-Nehmer. Ja. Zum Bereich Umsatzeinbruch Partnerbetriebe schicke ich jetzt nochmal einen Link mit rein. Das ist vor allem für B2C Franchise interessant. Dort haben eben Betriebe, wo gerade halt keine Kunden mehr reinkommen, weil Betrieb geschlossen ist, die Möglichkeit, auch dort über so eine Solidarität Kampagne, die Kunden dazu zu motivieren, Gutscheine zu kaufen, sodass der Cashflow kurzfristig da gesichert ist und eben langfristig dann diese Gutscheine einzulösen. Habe ich auch mal reingeschickt, sicherlich nicht für alle interessant, aber vielleicht für den einen oder anderen, für die Partnerbetriebe, um den Umsatz wieder voranzutreiben. Jochen Ewald schreibt, er unterstützt gerne bei der Partnergewinnung in Xing mit Spezialmöglichkeiten jetzt in Zeiten der Krise. Wir würden von unserer Seite das auch ähnlich anschließen, dass wir sagen, okay, wenn es an Leads mangelt, lass uns gucken, was in Facebook geht. Wir brauchen natürlich Facebook-Werbebudget. Das kriegen wir auch als Franchise-Portal nicht selber gestemmt natürlich, aber wir können unsere Dienstleistung da anbieten und sagen, okay, lass uns gucken, was da geht, dass wir da Facebook-Kampagnen hinkriegen. Und da geht es uns auch nicht um unsere Facebook-Management-Gebühr oder Ähnliches. Da können wir dann drüber sprechen im Gespräch hier mit unserem Petra Tietze bei uns und Co. Da können wir bestimmt auch weiterhelfen. Also an der Stelle gerne Unterstützung, sowohl Jochen Ewald von uns oder andere Kanäle. Ich habe noch hier Philipp, du bist, glaube ich, sehr stark im LinkedIn-Bereich unterwegs. Also wenn es darum geht, über Push die Idee, Franchise und Gründung an die Leute zu kriegen. Ich glaube, da haben wir ein paar Player, die über die verschiedenen Kanäle Hilfestellung leisten können. Und da können wir uns auch überlegen, ob wir da noch irgendwie was im Franchise-Universum zu veröffentlichen können, um klarer zu wissen, was da kommen kann. So. Ja, hier Blick über die Engpässe zu Ende. Kurzarbeit, Mitarbeit, da bin ich fast überrascht. Ein Drittel, ich hätte es fast ein bisschen mehr als Thematik erwartet, weil in anderen Gesprächen mit Unternehmern das so echte Fragezeichen erzeugt hat. Mangelnde Liquidität der Partnerbetriebe, Umsatzeinbruch Partnerbetriebe ist natürlich sehr nah beieinander. Verlust der vorhandenen Leads, das geht so Richtung Franchise-Expansion, kann man clustern. Fehlende Franchise-Leads genauso. Widerruf von Franchise-Vertragsunterschriften. Ja klar, warum sollte ich jetzt gerade ein Fitnessstudio gründen? Ich glaube, das werden gerade die Betriebe haben, die gerade zumachen müssen. Lieferengpässe ausgleichen und Vertragskündigungen, das sind nur noch unter 10%. Also das für euch als kleinen Überblick, die Ergebnisse geteilt. Wir werden von unserer Seite versuchen, an der Stelle vernünftige Antworten noch weiter zu finden. So, ich gehe nochmal hier zurück in die Präsentation. Wenn jemand was einzuwerfen hat, ne, nur zu. Also wir haben jetzt die Stunde quasi rum. Wir versuchen die letzten Sachen einmal zu machen. So, hier wird es gerade nochmal konkret, Corona-Hilfe für Systemzentralen. Es gibt den Ratgeber-Podcast, jetzt ganz frisch heute online gegangen, franchiseuniversum.de/coronahilfen.
da werden wir jetzt in den nächsten Tagen und Stunden die Sachen einpflegen, die wir so erhalten haben von Anwälten, von zum Beispiel die Checkliste Versicherung, von über die wir gerade sprachen, sobald wir die im Postfach haben. Das wird also dort, werden wir versuchen, strukturiert geclustert Hilfestellung zu bieten, dass jeder die Hilfe findet, die er braucht. Im Zweifelsfall unter Ratgeber hier im franchiseuniversum.de. Und gestern frisch veröffentlicht der Kalender. Ich glaube, der wird in Kürze Termine heißen, weil das ist eigentlich das, was wir sehen wollen, welche Termine gibt es, um zu gucken, welche Angebote zur Hilfestellung es gibt. Gerade jetzt im Moment sind es natürlich Online-Events in erster Linie. Ich habe es gerade an verschiedenen Stellen angedeutet. Also Montag 12 Uhr gibt es einen Erfahrungsaustausch online von Eugen Marquardt, Jana Japs und den beiden Anwälten von Busse Miesen. Du bist als Unternehmer nicht allein. Online-Erfahrungsaustausch. Aus meiner Sicht wird es wahrscheinlich mehr Recht- und Strategieschwerpunkt haben, aber ich habe von Eugen schon gehört, die haben auch weitere Experten, die sie da in die Runde gerne mit reinnehmen wollen. Montag 15 Uhr, Kredite zur Liquiditätssicherung, Finanzspritzen in der Krise mit Aux Money. Und da auch ein konkretes Hilfsangebot, das ich gerade angedeutet habe, das ist diese Landingpage, die es auch im Franchise-Universum geben wird, zum Anschauen. Hier kann man sich kurz nochmal informieren darüber, auch wer Aux Money ist. Und im Zweifelsfall hier einfach unverbindlich mal anfragen, hey Leute, ich brauche Hilfestellung. Vielleicht kann Aux Money das Ganze beschleunigen bei den Banken, bei KfW und was es noch so gibt. Die haben sehr kompetente Berater und haben in Kooperation mit uns angeboten, hier sowohl Franchise-Geber und Systemzentralen, Herr Zubulka, als auch Franchise-Nehmern, zum Beispiel einzelnen Fitnessstudios, hier Hilfestellung zu bieten. Das an der Stelle. Wir verteilen das Ganze noch per Mailing, also keine Sorge. So, Dienstag 15. Vielen Dank erstmal fürs Vorarbeiten. Hast du perfekt gemacht. Das freut mich. An dieser Stelle. Also auf Aux Money wäre ich jetzt definitiv nicht gekommen, weil ich die eigentlich mehr so im Bereich Privatkunden gesehen habe. Ja, die haben KMU-Kredite im normalen Geschäft und wir waren eh im Gespräch miteinander zu anderen Themen. Und das war gerade in der Woche, wo das so aufpoppt. Und da habe ich gesagt, hey, können wir nicht einfach genau dieses Problem lösen? Und die waren bereit, da extrem schnell umzuswitchen und zu sagen, ja klar, da sind wir gute Ansprechpartner für und wir können die Leute an die Hand nehmen. Also freut mich, wenn das eine Hilfestellung sein kann. Dienstag 15 Uhr. Die Anwälte von Busse Miesen, Andreas Frings, Grisha Kehr, beantworten gerne, ich habe es jetzt mal virtuelle Gruppenberatung genannt, rechtliche Aspekte in Deutschland von muss ich meine Miete zahlen, wenn ich zumache oder andere Fragen. Das wird dort ein Online-Treffen sein, immer ungefähr eine Stunde, denke ich. Am Mittwoch um 15 Uhr das Gleiche in Österreich mit den Anwälten Ollinger und Thum. Da finde ich besonders interessant, der eine oder andere von euch hat vielleicht österreichische Franchise-Nehmer, ist aber deutscher Franchise-Geber und hat von den österreichischen Regelungen überhaupt gar keine Ahnung. Und da kann, glaube ich, so eine Fragerunde für Franchise-Nehmer auch interessant sein. Also der Link ist dann auch frei für nicht nur Systemzentralen an der Stelle. Ich hörte zum Beispiel, dass das Thema Miete in Österreich völlig anders geregelt ist und die Österreicher tatsächlich, ich bewege mich jetzt auf juristischem Halbwissen, aber anscheinend die Österreicher bei Pandemie-Vollausfall keine Miete zahlen müssen, während das in Deutschland juristisch anders geregelt ist. Also dafür diese zwei. Kurze Anmerkung, stimmt so. Danke, okay. Dafür gibt es diese zwei Meetings. Und am Donnerstag, 15 Uhr, Thema gestoppte Expansion, verlorene Leads. Ich glaube, das ist jetzt immer wieder durchgedrungen im Laufe dieser Stunde mit Philipp, Digital X Franchise und uns, dass wir überlegen, okay, wenn wir über die Krise hinaus gucken, kriegen wir es hin, dass das Schwungrad nicht komplett stoppt und wir erstmal ein halbes Jahr lang das Ding wieder antreiben müssen, bis die Expansion wieder losläuft. So, ansonsten in Planung, aber noch nicht richtig spruchreif. Ich bin dran, ich möchte Infos für euch kriegen rund um das Thema Kurzarbeitergeld, einen Experten in ein Webinar reinkriegen. Ich bin im Gespräch zum Thema Liquiditätssicherung durch Bürgschaften und Sicherheiten, zum Beispiel die Knete, die bei Vermietern liegen, da eine Sicherheit für zu bieten und dafür die Liquidität dann wieder rauszukriegen. Das Thema digitale Infrastruktur zur Remote-Arbeit, falls das ein Bedarf ist, kam jetzt heute nicht so vor. Ansonsten gerne Info an mich, wenn jemand sagt, ich weiß gar nicht so richtig, wie Zoom und Trello und Slack, Flurfunkkommunikation und so weiter und so fort wohl funktionieren mögen, dass wir als Team zusammenarbeiten,
Also wir haben gerade innerhalb von 3 Tagen unser komplettes Team komplett nach Hause geschickt und können nach meinem Gefühl genauso arbeiten, wie wir es vorher auch getan haben. Und Lösungen für heute erarbeitete Engpässe. Wir werden nochmal diesen Chat genau durchforsten und uns anschauen. So, das war's im Grunde. Jetzt einfach abschließende Runde. Gibt es noch offene Fragen, Wünsche, irgendwas, was wir mitnehmen können für die nächsten Wochen, entweder speziell für das anstehende nächste Online-Treffen zum Thema Kredite, KfW, Liquiditätssicherung oder auch allgemeiner Art, bevor wir diese Runde dann schließen? Allgemein einfach herzlichen Dank. Super Vorbereitung und spannend und gutes, wie soll ich sagen, Beispiel für Miteinander. Danke. Danke auch. Ja, Herr Kessler, vielen Dank. Die Informationen, die jetzt alle im Chat relativ schnell durchgelaufen sind, denke ich mal, die kommen in irgendeiner Art und Weise gebündelt dann zu uns. Oder steht das automatisch im Chatfenster? Oder ich habe gerade gesehen, man kann den Chat auch speichern. Weil da ist so viel drin, man kann mit Lesen gar nicht hinterher. Ja, das ging mir auch so. Also im Zweifelsfall die Speichernfunktion nutzen beim Chat jetzt gerade. Und wir gucken, wie wir das Ganze vernünftig ausgewertet kriegen, geteilt kriegen. Mindestens diese Aufzeichnung, denke ich, wird es geben, insofern keiner seine Hand hebt und sagt, ich habe die Hosen runtergelassen hier gerade. Aber das Gefühl hatte ich nicht. Also insofern, denke ich, können wir die Aufzeichnung, da wird es dann auch den Chat wahrscheinlich mit dabei geben. Aber okay, cool. Danke schön. Guter Punkt, ich werde den Chat jetzt gerade schon mal speichern. Dann haben wir den auf jeden Fall sicher. So. WhatsApp-Gruppe wäre cool, höre ich hier. Nochmal als Bestätigung. Okay, also da können wir uns was überlegen in die Richtung. Philipp, da gehen wir nochmal in Austausch. Können wir vielleicht ein Mailing rausschicken mit Klick und dann kommst du in die WhatsApp-Gruppe. Ja. Ich glaube, das wäre das Einfachste, aber machen wir gleich mit dem Anschluss nochmal, wie das technisch gut geht. Okay. Gut, ja, wenn es das war, dann würde ich sagen, haltet die Ohren steif und lasst uns weiterhin unsere Lösungen austauschen, die wir haben. Wir wollen keine Monologe machen. Also wenn es von eurer Seite etwas gibt, auch Expertenwissen in eurer Branche oder Ähnliches. Also eigentlich sind wir, fühle ich mich nicht als der Wissende, sondern allenfalls als der Koordinierende. Und ich freue mich über jeden Input. Lasst uns unsere Lösungen miteinander austauschen. Und ja, mein Motto in der Woche und für die nächsten Wochen ist, dass wir gemeinsam hier als Franchise-Wirtschaft uns als Familie verstehen können und dann auch stärker sind. An der Stelle vielen Dank und alles Gute. Ne? Bleibt gesund. Ciao. Ciao. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partnern. In diesem Sinne macht es gut, bis zur nächsten Episode. Ciao.